Wirtschaftsethik Fragestunde mit Professor Dr. Dr. Karl Hohmann im Masterstudiengang Wirtschaftswissenschaften im Sozial- und Gesundheitswesen vom Samstag, den 27. Juni 2020, 17 bis 18 Uhr an der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Mein Name ist Uwe Kaspers, ich bin Studiengangsleiter im Master Wirtschaftswissenschaften. Zur Einführung einige kurze Hinweise. Karl Hohmann ist sicher seit Jahren einer der führenden Intellektuellen zu Fragen einer ethisch verantwortbaren Wirtschaftsordnung. Der Studiengang Master Wirtschaftswissenschaften im Sozial- und Gesundheitswesen hat sich im Sommersemester 2020 unter anderem mit neuer Institutionenökonomik und Wirtschaftsphilosophie befasst. Lässt sich eine ökonomische Orientierung im Sozial- und Gesundheitswesen ethisch verantworten? Und wenn ja, wie? Mit ähnlichen Fragen hat sich Karl Hohmann sicher auf allgemeinerer Ebene über Jahrzehnte befasst. Er gilt als einer der Begründer der Wirtschaftsethik in Deutschland. Er war Inhaber des ersten Lehrstuhls für Wirtschaftsethik hierzulande. Hans-Martin Lein, unser Lehrbeauftragter im Studiengang für den Bereich Wirtschaftsphilosophie, konnte Herrn Hohmann zu einer Online-Fragestunde zu den Kernpunkten seines Ansatzes der Wirtschaftsethik als Ordnungsethik gewinnen. Wir haben ihn via Telefon in eine Online-Lehrveranstaltung eingespielt, die Sie jetzt gleich hören. Die erste Frage knüpfte an Knappheitsproblemen in der Medizin an. Wenn zum Beispiel zu entscheiden ist, wer ein Organ bekommen soll und wer nicht, soll dies grundsätzlich in der Riege der Mediziner oder von der Politik entschieden werden? Ja, also ohne Politik geht gar nichts. Denn in meiner Konzeption sieht das ja so aus, dass wir eine zweistufige Ethik haben und dass der Staat gewissermaßen die Regeln festlegen muss. Also die Regeln der Fairness werden von dem politischen System festgelegt. Und innerhalb dieser Regeln können wir dann den verschiedenen Sachgesetzlichkeiten ihren freien Lauf lassen. Wir brauchen also in diesem Zusammenhang beides. Der Staat muss, weil er dazu legitimiert ist durch demokratische Wahlen, durch die Verfassung und so weiter und so fort, er muss die Spielregeln festlegen in den groben Zügen. Aber die konkrete Ausgestaltung des Einzelfalles, die Entscheidungen im Einzelfall, können auch auf der anderen Seite ohne die Fachleute, ohne die Medizin nicht getroffen werden. Aber die Medizin ist natürlich nicht legitimiert, Regeln festzulegen. Und wenn wir überhaupt keine Regeln hätten, ich meine, heute ist der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga. Stellen Sie sich ein Fußballspiel vor, ohne alle Regeln und ohne Schiedsrichter. Dann haben wir bald kein Fußballspiel mehr. Und Fairness können Sie dann verabschieden. Wir brauchen immer die Zusammenarbeit mit dem legitimen politischen System. Aber das politische System legt die Regeln fest und nicht die Einzelentscheidungen. Das wäre meine generelle Antwort oder der Versuch einer Antwort. Okay. Dankeschön. Darf ich vielleicht da gleich eine Frage anschließen? Und zwar hinsichtlich den Sanktionen und Regeln. Würden Sie da auch dem Recht oder dem Rechtssystem auch einen höheren, also einen hohen Stellenwert zuschreiben? Ja, natürlich. Und das Recht ist ja im Grunde immer mit Sanktionen bewährt, bewährt mit EH, vom sich wehren und Wehrturm und so etwas, aber nicht bewähren mit E. Also Recht ist immer sanktionsbewährt. Und es ist ja so, dass selbst Ad-hoc-Entscheidungen letztlich immer rechtlich überprüfbar sein müssen. Das ist die Grundidee des Rechtsstaates. Selbst wenn unter dem Druck der Verhältnisse kurzfristig eine Entscheidung her muss. Sie haben das jetzt gesehen bei der ganzen Corona-Krise. Die Exekutive hat entschieden. Aber es wird alles rechtlich überprüft und gegebenenfalls korrigiert und gegebenenfalls auch Sanktionen verhängt. Schadenersatzansprüche und alles das fällt darunter. Aber auch harte Strafen bei Straftaten natürlich. Danke. Ich würde eine Frage nachschieben. Berischer mein Name. Und zwar sind ja im Zuge der Corona-Pandemie, wenn wir es schon hatten mit der Corona-Krise,
viele Marktteilnehmer auf dem Markt getreten, welche zum Beispiel Schutzkittel, also egal ob es jetzt Masken, Schutzkittel, egal diverse Dinge herstellen, die aber mit gefälschten Zertifikaten, Kennzeichnungen dem Abnehmer ein falsches Produkt suggerieren. Jetzt ist meine Frage, wie kann ein Marktteilnehmer, der im Sinne von richtig handelt, also moralisch richtig und seine Zertifikate echt sind und dadurch natürlich höhere Kosten hat als der Marktteilnehmer, der dem Abnehmer etwas Falsches suggeriert und dadurch natürlich den anderen moralisch ausbeutet, das sind wir bei der Spieltheorie, wie kann diesem anderen Marktteilnehmer, der den anderen ausnehmen möchte, dieser Anreiz genommen werden, also jetzt mal in die Praxis übertragen. Ich weiß nicht, ob ich es gut darstelle. Ja, doch. Ich würde das auf zwei Ebenen abhandeln. Die eine schiebe ich mal vor. Es gibt nicht nur im Markt, sondern auch im politischen System, aber auch im Krankenhaussystem, übrigens auch im Universitätssystem, immer einzelne Betrugsfälle. Das ist völlig klar. Die gibt es. Und wir müssen versuchen, mithilfe des Rechtssystems und des Regelsystems solche Betrugsfälle möglichst zu minimieren. Eine gewisse Anzahl von Verstößen gegen Rechtsordnungen, auch gegen Treu und Glauben, erträgt eine Gesellschaft. Aber es ist die Aufgabe des Rechtsstaates, das zu minimieren. Also Betrugsfälle ist eine Sache der Polizei und der Justizbehörden. Dazu kann ich nichts sagen. Die Frage ist jetzt generell, was sollte jemand tun, der sich dadurch benachteiligt fühlt? Der hat zwei Möglichkeiten. Er kann an die Öffentlichkeit gehen und sagen, das ist hier Fusch, meine sind besser. Dann hat der Konsument die Entscheidungsmacht. Aber wir wissen, dass auf den Märkten gerade heute der Konsument immer, fast immer, erhebliche Informationsdefizite hat. In anderen Zusammenhängen ist das genau umgekehrt. Wenn Sie beispielsweise an eine Versicherung denken, eine Krankenversicherung, private oder gesetzliche Krankenversicherung, da weiß der Konsument, der Patient, besser über seinen Gesundheitszustand Bescheid als die Unternehmung. Also das ist nicht immer einseitig nur, aber der Konsument hat in der Marktwirtschaft häufig gewaltige Informationsdefizite. Um dem abzuhelfen, haben wir, ich diskutiere jetzt unabhängig von diesem Corona-Fall, von dem Einzelfall, haben wir solche Dinge wie Stiftung Warentest oder so etwas eingerichtet. Man kann sich informieren. Das sollte der Konsument auch tun. Das ist das eine. Das zweite ist, dieser Produzent, der da die korrekten, guten Masken liefert, kann sich, und in Krisenzeiten ist das natürlich schwierig, der kann sich an sein politisches System wenden und darauf hinweisen, dass hier Defizite in der Rahmenordnung oder im Kontrollsystem. Wenn ich von Rahmenordnung rede, müssen Sie immer das Kontrollsystem mitdenken. Dass er auf Defizite hinweist, die abgestellt werden müssen. Und jetzt gehe ich in einen anderen Bereich, wo wir das gehabt haben. Vielleicht haben Sie davon gehört. Im Augenblick laufen Prozesse wegen der sogenannten Cum-Ex-Geschäfte. Ja. Und da ist aus der Wirtschaft, ist das politische System im Jahre, ich glaube 2002, darauf hingewiesen worden, dass hier leichte Betrugsmöglichkeiten sind. Bei Wirecard haben wir offensichtlich wieder was Ähnliches. Das politische System hat aber bei den Cum-Ex-Geschäften 10 Jahre gebraucht, bis das auf die Tagesordnung kam und bis die Löcher gestopft wurden. Also Sie müssen immer mit diesem Time-Lag im politischen System, das unter Umständen sehr schwerfällig ist, manchmal aus guten Gründen, bevor Sie gesetzliche Regelungen im Schnellschuss erlassen, sollte man sich das 3-mal überlegen. Aber Sie haben immer diesen Time-Lag darin, wenn Sie über die Korrektur, Verbesserung der Rahmenordnung gehen müssen. Aber das ist eigentlich der nachhaltige, langfristige Weg. Wir können nicht anders. Sie können es jedenfalls als Einzelner kaum dagegen wehren. Aber diesen Weg müssen Sie beschreiten, es sei denn, Sie machen selber Öffentlichkeitsarbeit, so gut es geht.
wobei das das allgemeine Problem ist, was ich jetzt behandelt habe. Betrugsfälle, akute Betrugsfälle sind Sache der Polizei und der Justiz. Und rein von der Moral gesehen, also abgesehen von der Justiz und der Verfolgung der Strafrechtlichen, wie ist das im Markt zu beurteilen? Also kann man diesen Menschen oder diesen Anbieter öffentlich anprangern? Steht mir das zu als Abnehmer oder als Konkurrent? Ja, durchaus. Durchaus, das steht Ihnen zu. Sie können, Sie müssen bestimmte Grenzen, keine persönlichen Beleidigungen oder sonst etwas. Aber was haben wir denn beispielsweise mit der Fleischindustrie gemacht oder was machen wir jetzt? Wir prangern die persönlich an, diese ganze Branche und auch die Personen und sagen hier, Leute, da stimmt was nicht. Und Sie müssen sich vor Augen halten, so sehr man besorgt sein kann über das, was die Presse manchmal von sich gibt. Aber sämtliche Skandale, wenn ich das richtig sehe, sämtliche Skandale, die die Bundesrepublik nach dem Krieg zur Kenntnis nehmen musste, sind über die Presse aufgedeckt worden. Also wir können auf die Presse nicht verzichten und das geht auch an die Unternehmen ran. Das kann man moralisch durchaus vertreten, wenn man gute Gründe hat. Wir leben im Grunde von der öffentlichen Kritik, nicht nur im familiären Bereich, so geht das nicht, mein lieber Freund. Auch in der Öffentlichkeit leben wir von der persönlichen Kritik und wir können sagen, dieses Produkt ist schlecht. Der kann natürlich erwidern, nein, es ist nicht schlecht. Aber aus diesen Meinungsunterschieden, aus diesem Diskurs erwächst nachhaltig gesehen, langfristig gesehen, eine permanente langsame Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen. Wenn diese Selektion stattfindet, dieser Teilnehmer des Marktes. Ja, und die Produkte werden nicht mehr gekauft. Stellen Sie sich vor, wenn Produkte schlecht geredet werden oder eine Firma, dann wird nicht mehr gekauft. Ich erinnere mich jetzt spontan an den Skandal um die Ölbohrplattform Brent Spar damals. Da waren die Shell-Tankstellen plötzlich boykottiert. Sie konnten nichts mehr absetzen. So etwas gibt es, Käuferstreiks. Wenn Sie daraus eine Bewegung, eine gesellschaftliche Bewegung machen. Es gibt Käuferstreiks. Und das ist der Druck auf die Unternehmen, sich korrekt zu verhalten. Auch der Tönnies-Skandal wird jetzt natürlich zu einem Umdenken in der Gesellschaft führen, gerade in Bezug auf, kaufe ich Bio, kaufe ich beim Lidl? Also da bin ich eher skeptisch. Da bin ich skeptisch und zwar einfach deswegen, weil Bioprodukte doch signifikant teurer sind. Und wir haben in unserer Gesellschaft viele Leute, die sich das in der Tat nicht leisten können. Das ist immer der Grund. Aber trotzdem auch Substitute. Ob die deutsche Bevölkerung den Fleischkonsum reduziert, bin ich auch skeptisch. Wenn dann überhaupt erst ja im Laufe von 8 oder 10 Jahren, würde ich sagen, dass sie da was merken. Also das ist meine persönliche Meinung. Wünschenswert wäre das, okay. Aber solche Geschmacksveränderungen, ich meine, das braucht seine Zeit, um da einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel herbeizuführen und vor allen Dingen die Taten daraus folgen zu lassen. Vielen Dank für die Darstellung. Darf ich auch direkt weiterfragen? Ja, bitte. Und zwar zu Ihrem, wir haben jetzt nochmal vom Herrn Lein die Abhandlung des Können des moralischen Sollens geschickt bekommen. Ja. Und dazu habe ich direkt eine Frage. Also wenn das Sollen das Können voraussetzt, dann frage ich mich, wie funktioniert moralisches Handeln dann in sogenannten Entwicklungsländern? Also wenn unsere Institution gibt uns überhaupt oder setzt die Rahmenbedingungen, damit für uns, für den Einzelnen, moralisches Handeln funktionieren kann. Aber wie kann es funktionieren, wenn wir vielleicht noch nicht so entwickelt sind? Also wenn wir jetzt auch vielleicht durch die Corona-Krise, man hat ja auch gemerkt, viele sind sich jetzt selbst am nächsten, vielleicht auch durch Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und eben finanzieller Lücken. Wie könnte man erklären, ob dann in den Entwicklungsländern, wie wird da die Moral hochgehalten oder funktioniert die Moral dort?
Ja, da sprechen Sie ein, meines Erachtens ein sehr wichtiges Problem an. Und meine erste Antwort darauf ist, und das wird im öffentlichen Diskurs im Allgemeinen völlig vergessen, mindestens aber unterschätzt, das ist der Zeitfaktor. Gesellschaftliche Entwicklungen brauchen Zeit, und zwar Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Sie müssen bedenken, dass wir den Rechtsstaat mit Menschen- und Grundrechten zu entwickeln unter Brüdern gut 800 Jahre gebraucht haben, mit ganz schlimmen Rückschlägen. Ich erinnere, ich will nur zwei nennen, die Kriege, die Weltkriege des 20. Jahrhunderts und den 30-jährigen Krieg. Wir datieren den Anfang der Persönlichkeitsrechte des Einzelnen auf die Habeas Corpus Akte 1200. Bin ich überfragt, ich kriege es nicht genau hin, aber doch, 1215. Wir haben 2015 die 800-Jahr-Feier dieser Habeas Corpus Akte gehabt. 800 Jahre haben wir gebraucht und wir sind noch nicht durch mit Gleichberechtigung und Ähnlichem. Das müssen Sie überlegen. Gesellschaftliche Entwicklungen brauchen, also insbesondere auch in Entwicklungsländern, 2 bis 3 Generationen. Ich sage immer über den Daumen 100 Jahre. Und das sehen Sie beispielsweise an bestimmten früheren sogenannten Entwicklungsländern, Südkorea, aber auch China und Indien. Eine solche Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung, dauert ihre Zeit. Das ist der eine Faktor. Das geht nicht von heute auf morgen. Und unsere Moralisten, die sich darüber moralisch ereifern und das kritisieren lauthals, denken immer, wenn die Leute einen guten Willen hätten, dann könnten sie morgen früh um 9 ihr Verhalten ändern. Das geht überhaupt nicht. So laufen gesellschaftliche Prozesse nicht. Wir müssen gesellschaftliche Prozesse von individuellen Entwicklungsprozessen deutlich unterscheiden. Das ist das eine. Das grundsätzliche Problem, das Sie ansprechen, ist, was macht ein Unternehmen oder was macht ein Handlungssubjekt in einer Situation, in der die Rahmenordnung grundlegend fehlerhaft ist oder wo es sozusagen in Nachteil gerät über den Wettbewerb. Und da gibt es eigentlich aus meiner Konzeption, die ja auf Anreizen beruht, nur eine Antwort. Moralisch handeln, also nach unserem Standard moralisch handeln, kann ein Einzelner, ein einzelnes Unternehmen nur unter der Bedingung, dass es ihm Vorteile, nachhaltige Vorteile verspricht. Ja. Ohne Vorteile geht es gar nicht. Das heißt nicht, dass in jedem Einzelfall die Vorteile anfallen müssen. Aber über die Sequenz der Entscheidungen, deswegen das Wort nachhaltig, müssen nachhaltige Vorteile realistisch in Aussicht gestellt werden können. Sonst kann ein Unternehmen unter Wettbewerbsbedingungen in diesem Sinne nicht moralisch handeln. Und dann bleibt ihm nur, davon hatte ich eben schon gesprochen, der Ausweg, der Umweg über die Veränderung der Rahmenordnung und die Entwicklung der Rahmenordnung, jetzt auf Entwicklungsländer bezogen. Und wir sind ja dabei, Entwicklungshilfe nicht nur mit Produkten oder Geld zu realisieren, sondern auch durch Vermittlung von Know-how, wie man eine vernünftige Gesellschaft aufbaut. Ich bin Stiftungsratsvorsitzender in einer kleinen Stiftung, dem Wittenberg-Zentrum für globale Ethik. Wir machen beispielsweise Seminare in Afrika, in Uganda, Seminare für junge Unternehmer, wie sie sich in diesen Dingen verhalten müssen. Und wie sie die beiden Schienen fahren. Einmal, dass sie selber Vorteile von integrem, fairem Verhalten erzielen können einerseits oder aber den politischen Weg gehen. Und häufig ist beides erforderlich. Und nochmals, solche Entwicklungen brauchen Generationen. Wir haben eine Moralvorstellung im Hinterkopf. Ich hatte es schon mal gesagt, aber das müssen Sie sich wirklich immer wieder vergegenwärtigen. Wenn Sie gesellschaftliche Entwicklungen thematisieren, dann können Sie nicht sagen, heute höre ich nicht nach dem Modell denken, ich bin ein Raucher, heute habe ich meine letzte Zigarette geraucht, ab morgen früh um 9 rauche ich keine mehr. Das können Sie theoretisch als Individuum machen.
Aber für die Gesellschaft ist das absurd, eine solche Vorstellung. Das heißt, dass wir auch immer wieder Schritte zurückgehen werden, vielleicht jetzt auch durch die Krise? Wir haben immer Rückschritte. Wir haben immer Rückschritte. Wir müssen immer damit rechnen. Und was wir im Augenblick beobachten, lassen Sie mich das schildern an meiner persönlichen geistigen Entwicklung der letzten 20 Jahre. Ich habe geglaubt, nach dem Zusammenbruch des Sozialismus stünde uns das Tor offen für eine Welt des Friedens, der Kooperation international und so weiter. Und was haben wir heute? Eine gespaltene Welt. Wir haben nicht nur eine gespaltene Welt, vielleicht nicht einmal mehr in dem Sinne, aber wir haben gespaltene Gesellschaften. Schauen Sie sich die USA an. Auch bei uns nimmt das zu. Die Polarisierung in dieser Gesellschaft, in diesen westlichen Gesellschaften auch nimmt zu. Das sind Rückschritte. Wir waren in Kooperation, in Zusammenarbeit schon einmal viel weiter. Es ist nicht mehr der alte Ost-West-Konflikt. Es sind auch nicht mehr die Kriege zwischen Staaten, sondern es sind dann Bürgerkriege, Syrien und so weiter. Und autoritäre Systeme, wir kriegen immer wieder Rückschritte, Spaltungen in der Gesellschaft. Die Spaltungen nehmen zu. Das ist das, was mich ängstigt. Ja, vielen Dank dafür schon mal. Aber also ich finde, es bleibt jetzt eben auch spannend, wie jetzt die, wie Sie schon sagen, die Spaltung der Gesellschaft, aber auch jetzt die Krise für die Einzelnen und auch wie dann der Staat als Rahmen das dann auch regeln wird. Wo sind jetzt noch die Anreize? Weil, wie Sie schon sagen, das moralische Handeln darf ja kein negatives wirtschaftliches Outcome zur Folge haben. Da frage ich mich halt schon, wie sich jetzt die Dinge entwickeln werden. Ja, ich glaube, das ist das Problem, vor dem wir stehen. Die Spaltungen in der Gesellschaft nehmen zu. Lassen Sie mich die Ursachen nennen, auch jetzt insbesondere auf dem internationalen Bereich. Ich habe ja gesagt, meine Hoffnung war, wir haben die Chance zu einer Gesellschaft des Friedens und der Kooperation. Das erste Mal, dass innerhalb Europas nach dem Zweiten Weltkrieg Hass, buchstäblich Hass, öffentlich kommuniziert wurde, war die Griechenland-Krise. Frau Merkel mit Hitlerbärtchen und Hakenkreuz auf dem Ärmel. Und wenn Sie mich fragen, ist die Ursache, ich zögere, ob ich Ursache sagen sollte. Aber die Struktur dieser Probleme ist immer die, dass wir die allgemeine Interaktionsproblematik, abgebildet durch das Gefangenendilemma, dass wir die nicht bewältigt haben oder wieder vergessen, wie wir sie mal bewältigt hatten. Und wenn dann Ausbeutung stattfindet, wenn einer sich ausgebeutet fühlt, gerade in seinem Wohlverhalten, gerade in seiner Fairness und so weiter, dann tritt die Spaltung ein. Und da ist Hass eingetreten. In der Griechenland-Krise. Das erste Mal wurde der da hoffähig. Und die Alternative für Deutschland, die heute rechtsextrem zum großen Teil ist, ist meines Erachtens, also ist ja historisch entstanden, aus einem Problem mit dem Euro. Das waren ja die Gründungsväter, Lucke und auch ein Kollege aus der Ökonomie. Ich komme jetzt nicht aus dem Namen, ein Tübinger Kollege. Und die sind ja alle schon wieder weg aus der AfD. Und sie ist immer weiter nach rechts außen gerückt. Und das sind Probleme, die daraus resultieren, dass einzelne, in diesem Falle Staaten, aber auch in den Parteien meinen, sie würden nicht geachtet. Sie würden sich entweder ökonomisch ausgebeutet oder ihr Lebensstil würde verachtet oder missachtet. Und ich denke an Pegida beispielsweise. Pegida waren ja nicht die Abgehängten, die ökonomisch Abgehängten, sondern das waren zur Hälfte akademisch gebildete Leute. Nicht? Aber die sich in ihrem Lebensstil, einem konservativen, sag ich mal, altväterlichen Lebensstil bürgerlicher Art, Sie können auch sagen spießbürgerlicher Art meinetwegen, nicht geachtet fühlten. Insofern haben wir heute auch diese Spaltung, eine Art Kulturkampf. Und das beruht immer auf persönlichen Verletzungen, sei es durch ökonomische Ausbeutung,
Gefangenendilemma, sei es durch Missachtung des eigenen Lebensstils und der eigenen Art zu leben. Und das führt dann zu Spaltungen und da sehe ich also riesige Probleme, auf die modernen Gesellschaften zu kommen. Das ist ja kein nationales Phänomen in Deutschland, das haben wir ja international. Da hätte ich noch eine Frage. Und zwar ist es ja eben so, Sie haben es jetzt gerade schon skizziert, dass sich die Gesellschaft spaltet und dass so Parteien wie die AfD mehr Einfluss haben. Aber interessant finde ich zum Beispiel, dass eben immer zu, also die AfD setzt ja ganz viel zum Beispiel auf diese ganze Flüchtlingskrise quasi, da kommen Leute, die nehmen uns was weg. Ja. Und ja. Im Gegensatz dazu, was Sie auch schon erwähnt haben, wenn man jetzt an die Panama Papers oder die Cum-Ex-Geschäfte denkt, da war der Aufschrei, also von meinem Gefühl her, eher klein. Wie kommt es denn, dass die Leute auch immer das Gefühl haben, oder können Sie sich das erklären, dass man quasi von Leuten was weggenommen bekommt, die eigentlich quasi in der Rangordnung eigentlich noch unter einem stehen? Und die Reichen, sag ich mal, die sich da nochmal irgendwie auf eine illegale oder sehr grauzonenmäßige Sache bereichern, um sich noch einen Porsche zu kaufen, da hört die Kritik irgendwie auf. Also ich glaube, das liegt an der, ja, nicht unbedingt, aber an der persönlichen Betroffenheit. Wie sichtbar, wie greifbar ist eine Problematik? Wie nahe kommt sie mir als Person oder wie kann ich mir das vorstellen? Bei der Corona-Krise haben Sie es gesehen, da ist unter Umständen jeder betroffen. Jeder hat Angst, dass es ihn erwischt. Das ist heute vielleicht nicht mehr ganz so, aber das war so. Und deswegen wurden die harten Einschnitte, die Maßnahmen für gut befunden. Bei der Flüchtlingskrise ist es eigentümlich gespalten. Da kommen fremde kulturelle Einflüsse in unser Land in großen Massen. Das ist nicht unbedingt die Kriminalität oder so, sondern wir haben ja auch, die Pegida-Bewegung ist ja nicht umsonst im Osten Deutschlands entstanden, wo wir die wenigsten Flüchtlingsaufnahmen hatten, sinnigerweise. Aber das ist das Gefühl, kulturell nicht mehr geachtet zu werden im Vergleich zu den anderen. Und jetzt komme ich auf das generelle Problem, auf das ökonomische Problem, was im Hintergrund steht. Wir denken, die Gesellschaft, die moderne Gesellschaft, immer im Nullsummenparadigma. Wenn einer viel hat, dann muss er es anderen weggenommen haben. Das ist ganz tief in unseren Köpfen und vor allen Dingen in unseren Intuitionen, in unserem Bauch drin. Das sind Bauchgefühle. Das Nullsummenparadigma ist wunderbar einfach. Und wenn der Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens 10 Millionen im Jahr verdient, dann hat er das den Arbeitern weggenommen. Und das ist Unsinn. Im Nullsummenparadigma können Sie die moderne Gesellschaft nicht begreifen. Also es gibt meines Erachtens zwei zentrale Punkte, in denen wir die Marktwirtschaft nicht begriffen haben, jetzt gesellschaftlich nicht begriffen. Das eine ist das Nullsummenparadigma. Im Nullsummenparadigma können Sie eine Marktwirtschaft nicht begreifen. Die Marktwirtschaft zeichnet sich durch ein Positivsummenparadigma aus, oder Sie müssen ein Positivsummenparadigma verwenden, um zu zeigen, wie die Marktwirtschaft funktioniert. Wenn die Reichen reicher werden, können gleichzeitig auch die Armen reicher werden, die Armen besser gestellt werden. Stellen Sie sich nur mal vor, wie die Entwicklungshilfe denn laufen soll. Wer wird denn in den Entwicklungsländern investieren, wenn er nicht eine vernünftige Rendite bekommt? Also das Nullsummenparadigma ist für Marktwirtschaften schlicht und einfach falsch. Wir haben eine gewaltige 6-, 7-, 8-fache Zunahme des Pro-Kopf-Einkommens seit 1820 in dem Wachstumsprozess, den die Marktwirtschaft durchlaufen hat. Und zwar trotz gewaltigen Bevölkerungszuwachses. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Wir hatten um 1800 etwa 1 Milliarde Menschen auf diesem Globus. Wir gehen heute auf die 8 und 9 zu. Und trotzdem wächst das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen. Und zwar aufgrund nicht nur der Technik, sondern vor allen Dingen auch der Vermehrung des Wissens, der Wissenschaften.
Also das Nullsummenparadigma für Marktwirtschaften ist falsch, ist schlicht und ergreifend falsch, aber wir denken so. Und das in die Bevölkerung hineinzukriegen, ist eine riesige Aufgabe. Ich denke, da müssten wir in den Schulen anfangen, dass beide gewinnen können. Das ist das eine. Jetzt wollte ich ein zweites sagen. Ah ja, und das zweite ist, wir kapieren das Gefangenendilemma und die Strukturen nicht. Und deswegen glauben wir immer, wir könnten, oder es wird uns auch suggeriert von politischen und gesellschaftlichen Führungspersonen, wird uns suggeriert, wir könnten die Probleme von Armut und Unterentwicklung und so weiter durch individuelle Moral lösen. Wir können kollektive Probleme nicht durch individuelle Maßnahmen lösen. Durch individuelle Moral. Also das sind meines Erachtens die beiden Hürden, theoretischen Hürden, über die wir kommen müssten, wenn wir diese Marktwirtschaft begreifen und einer konstruktiven Kritik unterziehen. Weg mit dem Nullsummenparadigma und Begreifen der Strukturen des Gefangenendilemmas, dass die Menschen halt sich nicht ausbeuten lassen. Vielleicht darf ich das noch einmal Ihnen sagen. Sie sind an der Evangelischen Hochschule mit einer speziellen fachlichen Ausrichtung auch. Mein Lieblingsbeispiel in diesem Zusammenhang für die Kennzeichnung meiner Theorie ist folgendes. Wir können das ärztliche Ethos, also die Empathie mit dem Patienten, das ärztliche Ethos können wir nicht durch Geld, durch eine gute Honorierung oder auch bei den Pflegekräften erzeugen. Wir können es aber durch eine schlechte Honorierung zerstören. Das heißt, die Ausbeutungsschiene ist der entscheidende Punkt. Die Menschen lassen sich nicht ausbeuten und das ist offensichtlich ganz tief in unserer genetischen Struktur verankert. Das kommt aus einer Gesellschaft der Knappheit, wo wir einmal erreichte Dinge verteidigen mussten, weil wir sonst verhungerten. Also wir lassen uns nicht ausbeuten. Und also nochmal, wir können nicht positiv durch Geld alles beeinflussen. Irgendwann verliert Geld seinen Anreizcharakter. Aber wir können eine moralische Einstellung durch Ausbeutung, durch eine schlechte Honorierung zerstören. Das ist im Grunde im Kern an diesem Beispiel, können Sie sich das immer wieder rekonstruieren. Im Kern ist das meine ganze Theorie. Vielleicht noch einen Gedanken zusätzlich. Dass uns das so schwer fällt, ist unser genetisches Erbe. Wir hatten über Jahrtausende, seit dem Sesshaftwerden im Neolithikum vor 10 oder 12.000 Jahren, hatten wir bis 1800 eine Gesellschaft, in der es kein nennenswertes Pro-Kopf-Wachstum gab. Das heißt, diese Gesellschaften konnten Sie im Nullsummenparadigma analysieren. Da stimmte es. Und seit 1820, seit diesem Take-off, seit dieser Wachstumsphase, geht das nicht mehr. Ist das Nullsummenparadigma im Grunde in meinen Augen völlig falsch geworden. Und wir denken aber noch immer moralisch, ethisch in diesem Nullsummenparadigma. Und wir müssen auch offen gestehen, dass die maßgeblichen Grundzüge, die Grundlinien unserer Ethik vor dem Hintergrund von vormodernen, also Nullsummengesellschaften entstanden und auch theoretisch entwickelt worden sind. Platon und Aristoteles, die hatten vor Augen eine Nullsummengesellschaft. Wenn wir deren Schriften heute lesen, müssen wir das im Auge behalten und im Hinterkopf behalten. Und in diesem Punkt hat sich die Gesellschaft heute vollständig verändert. Seit 1820, alle wirtschaftshistorischen Untersuchungen sind sich einig, dass dieser Take-off, diese Wachstumsphase um 1820 etwa beginnt und dann eine stürmische Entwicklung nimmt. Da müssen wir das Positivsummenspiel anwenden. Und wie ein Kollege von mir, Josef Wieland, hat Unternehmen beraten, auch Gewerkschaften und Arbeitgeber an einen Tisch geholt. Und wenn es um vernünftige Lösungen ging, wenn eine Seite bei der anderen einen Vorteil sah, kam reflexhaft die Auffassung und der Gegenwind,
weil Ihnen, weil dieser Partei das weggenommen wurde. Wenn der andere Vorteile hat, nimmt das mir weg. Wenn der Vorstandsvorsitzende 10 Millionen verdient, nimmt er das den Arbeitnehmern weg. Reflexhaft kommt das. Und das ist Unsinn. Etwas ganz anderes ist es, ob es ein Vorstandsvorsitzender 10 Millionen verdienen muss. Nicht, darüber muss man anders diskutieren, aber bitte nicht, dass er damit seine Mitarbeiter ausbeutet. Nullsummenparadigma und Gefangenendilemma, das sind die beiden entscheidenden theoretischen Hemmnisse, wie wir mit der Moral in der modernen Gesellschaft umgehen müssen. Ich freue mich, dass die Studierenden so intensiv gefragt haben. Eine Frage meinerseits loslassen. Wir sind ja im Sozial- und Gesundheitswesen und solange ich da unterwegs bin, seit den 80ern des letzten Jahrhunderts, gibt es so eine latente Diskussion zur Frage des Wettbewerbs in diesen Diensten. Also es gibt diesen Begriff der Daseinsvorsorge und ich glaube, das aktualisiert sich im Moment gerade wieder, dass Leute sagen, naja, siehst du, jetzt hat sich doch gezeigt, dass die Wettbewerbsorientierung im Gesundheitswesen keine guten Ergebnisse bringt und wir müssen auf jeden Fall aus der Krise lernen, dass wir da Grenzen setzen müssen. Welches sind Ihre starken Argumente, die Sie für einen Wettbewerb oder für eine sehr starke Ausweitung des Wettbewerbs auch in den Bereich der Daseinsvorsorge anführen würden? Also zum einen ist, glaube ich, welthistorisch völlig klar, dass es ohne Wettbewerb diese Wachstumsphase nicht gegeben hätte, von der wir alle profitieren, übrigens auch im Gesundheitswesen. Die Behandlungsweisen und so weiter, das ist alles viel aufwendiger geworden. Also das ist einmal die Grundlage der Diskussion. Jetzt konkret. Für mich kommt es darauf an, Wettbewerb auf dem Fußballfeld. Ich bleibe noch mal bei meinem Lieblingsbeispiel. Ich weiß noch nicht, wie die Ergebnisse heute ausgegangen sind. Wir machen extra pünktlich Schluss, damit Sie es erfahren. Wettbewerb auf dem Fußballfeld kann keine guten Ergebnisse bringen, wenn es kein geeignetes Regelsystem und keinen Schiedsrichter gibt. Und es hängt daran, ob wir, wenn wir Wettbewerb machen, wer A sagt, muss B sagen, der muss ein Regelsystem haben. Und am Regelsystem hängt es, ob der Wettbewerb gute Ergebnisse bringt. Und wenn wir ein Regelsystem, das gute Ergebnisse produziert, nicht hinkriegen, dann müssen wir es anders regeln. Dann müssen wir entweder das Regelsystem verbessern oder wir müssen es in staatliche Regie oder sonst etwas nehmen. Wobei wir als Ökonomen oder auch als ökonomisch geschulte Philosophen immer sagen, wir haben mit staatlicher Wirtschaftsführung sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Sehr schlechte Erfahrungen. Und wenn wir im Gesundheitswesen so schlechte, also solche Defizite haben, dann muss man einmal nachschauen, wie das Regelsystem für dieses Gesundheitswesen beispielsweise ist. Ich will jetzt nicht auf die aktuelle Corona-Krise gehen. Da ist es inzwischen völlig klar, dass der Staat irgendwelche Masken, Schutzanzüge und so weiter vorhalten muss, etc. pp., weil wir das anders nicht regulieren, bislang nicht regulieren können. Aber wir haben folgende Probleme. Was machen Sie, wenn beispielsweise in der Krankenhausfinanzierung der Staat, da ist es ja so geregelt, dass die Krankenkassen die Behandlungen finanzieren und der Staat die Investitionen, wenn ich richtig informiert bin. Wenn der Staat aber mit den Investitionen zurückhält, weil er knapp bei Kasse ist, weil der Staat eigentlich nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben gemessen in allen westlichen Industrienationen bankrott ist. Und das ist Fakt. Der Staat hält die Investitionen, die notwendigen, zurück, weil sie kein Geld haben, weil sie es für andere Dinge ausgeben müssen. Also wir haben mit Staatswirtschaft sehr schlechte Erfahrungen und auch im Gesundheitswesen. Ein weiterer Punkt. Warum haben wir so wenig Pflegekräfte? Ein wichtiger Grund aus meiner Sicht ist, dass der Staat die Beiträge gedeckelt hat. Und wenn der Staat die Beiträge deckelt, dann können Sie das Pflegepersonal halt eben nicht entsprechend bezahlen. Und dann kommen weniger Leute in die Pflege, dann werden sie überfordert, dann wird das mit Überstunden versucht auszugleichen. Die Menschen, vor denen ich eine riesige Achtung habe,
arbeiten sich tot, die beuten sich selber aus. Und was ist der Grund? Der Staat glaubt, er könne die Beitragssätze fürs Gesundheitswesen und für die Pflege nicht über einen bestimmten Prozentsatz hinaus erhöhen. Aus politischem Wiederwahlkalkül. Es ist doch völlig klar, dass in einer alternden Gesellschaft wir mehr Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit und Pflege ausgeben müssen als früher, wo die Menschen nicht so alt wurden. Also Vorsicht damit, der Staat hängt überall drin und das sollte man ihm ins Stammbuch schreiben, ganz abgesehen davon, dass er in der Regel schlecht wirtschaftet. Die aktuellen Beispiele, der Flughafen Berlin-Brandenburg, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Und das Zweite ist, Sie sehen jetzt den Reflex auch in der Rettung der Lufthansa jetzt im Augenblick. Der Staat springt ein mit 20%. Aber der Großaktionär Thiele hat erst zugestimmt, als er offensichtlich glaubwürdige Zusicherungen hatte, dass der Staat sich nicht ins operative Geschäft einmischt. Und das operative Geschäft hieß, und die Stimmen wurden vorher schon laut, keine Entlassungen von Gewerkschaftsseite. Und wenn der Staat solchen Dingen gegen die betriebswirtschaftliche Logik nachgibt, dann kommt ökonomischer Unsinn raus. In der ganzen Bankenkrise vor 10-12 Jahren waren die staatlichen oder halbstaatlichen Banken die ersten, die bankrott gingen. Und zwar weltweit. Und in den USA kann man das auch nachweisen. Also der Staat wirtschaftet schlecht. Er kann es nicht. Und deswegen würde ich immer sagen, privatwirtschaftlicher Wettbewerb, aber nur, wenn wir vernünftige Regelungen haben. Sonst geht es nicht, sonst lassen wir die Finger bitte davon, vom Wettbewerb. Also es hängt meines Erachtens wirklich an dem geeigneten Regelsystem. Die guten Ergebnisse hängen am Regelsystem. Und wenn wir das nicht haben, müssen wir es, oder wenn das Defizit hat, müssen wir es verbessern. Oder wir müssen es in staatlicher, öffentlicher Hand lassen. Völlig klar. Da hätte ich auch eine Frage dazu, die könnte vielleicht etwas provokativ sein. Wenn der Staat jetzt jedoch dann derjenige ist, der die Regeln setzt, selbst aber nicht wirtschaften kann, kann er dann wirklich gute Regeln setzen? Also das hat man bei Comex ja auch gesehen. Entschuldigen Sie, dass ich dazwischen geredet habe. Entschuldigen Sie. Aber das ist etwas, was mich so furchtbar fuchst. Der Staat kann auch keine guten Regeln setzen. Der braucht Fachkompetenz. Und die hat er nur zum Teil. Und es gibt eine riesige Diskussion immer wieder von den Systemkritikern, dass Unternehmensvertreter an den Gesetzesformulierungen mitschreiben. Natürlich müssen die mitschreiben, denn die haben die Kompetenz. Die wissen, wo die Lücken sind. Aber nicht der Staat. Der Staat macht schlechte Gesetze und kommt nicht nach. Also ich habe nichts dagegen, wenn sich sogenannte Lobbyisten, das ist ja die Dauerdiskussion, in die Gesetzgebungsverfahren einmischen, nur mit einer Bedingung. Das muss transparent geschehen und nicht bei einer guten Flasche Wein am Kamin und hinten herum und intransparent. Transparentes Einbringen der Wirtschaft in den Gesetzgebungsprozess. Denn da ist die Wirtschaft, wenn es transparent ist, nicht allein, sondern da sind dann auch andere beteiligt und dann wird das schon zurechtgerückt. Da vertraue ich schon auf den Streit der Meinungen und der Ansichten, aber auf die Kompetenz der Wirtschaft kann der Staat auch im Gesetzgebungsprozess nicht verzichten. Wir haben seit 1970, ich bin ja schon ein etwas älteres Semester, diese Diskussion um Lobbyismus in der staatlichen Verwaltung. Und das wird dann immer sehr negativ und sehr kritisch gesehen. Aber der Staat hat die Kompetenz nicht und vor allen Dingen, und auch das Argument liegt seit 1970 auf dem Tisch, als es darum ging, dürfen die Verbände bei der Gesetzgebung mitreden. Das ist ja die Wirtschaft, die Verbände. Die Wirtschaft hat die Informationen, die der Staat nicht hat. Die kann er gar nicht erheben. Das heißt, wir brauchen hier ein ausgeglichenes Verhältnis.
Und wenn der Staat an die relevanten Informationen kommen will für seine Wirtschaftspolitik, dann braucht er die Verbände und er braucht die Unternehmen. Und das wird dann bei uns diskreditiert als Lobbyismus, abgetan und kritisiert. Bitte, transparenter Lobbyismus. Und das ist eigentlich dann kein Lobbyismus mehr. Und welche Institutionen oder Organisationen könnten dann dafür ein Regelwerk sorgen, dass der Lobbyismus eben transparent und ehrlich stattfindet? Weil bei den Cum-Ex-Geschichten hat es auch nicht funktioniert. Da haben die Profiteure, waren die Berater der Gesetzgebung. Ja, Moment. Aber mit staatlicher Beförderung 10 Jahre lang. Es ist völlig klar. Da gibt es eine Argumentation von dem inzwischen, ich glaube, verstorbenen Frankfurter Philosophen Karl Otto Apel. Der sagt, wenn Unternehmensvertreter sich in das Politikgeschehen einmischen, vertreten sie natürlich ihre Interessen. Ist doch völlig klar. Aber sie können nicht denselben eigeninteressierten Unsinn 3, 5 oder 10 Mal öffentlich vertreten. Dann glaubt man ihnen nicht mehr. Ich setze darauf, dass es dann ausgleichende Kritik von anderer Seite gibt. Aber die kann es nur geben, wenn die Einmischung transparent ist. Und heute haben sie es ja so, dass auch andere Verbände, Umweltorganisationen sich einmischen in die Politik. Und das auch nicht immer transparent. Also Transparenz, würde ich sagen, hebt den Lobbyismus auf. Und da vertraue ich schon auf die Kritik anderer Interessengruppen. Sie können die Interessen nicht ausschalten. Es ist eine Naivität, ohnegleichen zu glauben, dass die Politik keine Interessen hätte. Die haben ganz massive Interessen, das wissen wir, sodass wir mit Interessen leben müssen und das transparent in ein entsprechendes System einbringen müssen, die verschiedenen Interessen. Eine Kollegin Ulrike Oehmen hat sich gemeldet. Ja, danke. Auch aus München. Ja, genau. Ich möchte auch noch mal gerne auf diese Spielregeln zu sprechen kommen, wer die erstellt. Ich glaube, der transparente Lobbyismus, so wie Sie ihn beschreiben, den habe ich zurzeit noch und habe ich auch noch nicht erlebt positiv. Und ich denke, gerade der Egoismus und das egoistische Konkurrenzverhalten wird immer stärker von großen Konzernen. Und ich sehe da keine Zukunft, sondern es muss ein anderes Ordnungssystem her, wo auch wieder soziale Marktwirtschaft möglich ist. Denn die Frage ist ja auch, warum reagiert die Ethik des Ordnungsrahmens soziale Marktwirtschaft eigentlich so langsam in Gesellschaft und Politik? Ich hab jetzt jemand stumm geschaltet. Okay. Ah, okay. Jetzt geht's wieder. Okay. Ist meine Frage so angekommen? Waren so zwei Stränge? Ja. Einmal, dass transparenter Lobbyismus nicht geht und warum Ethik des Ordnungsrahmens soziale Marktwirtschaft eigentlich sehr langsam auf Fehlentwicklungen reagiert. Also warum? Dass es langsam ist, wissen wir. Aber die Frage ist so, warum ist es so? Also Sie haben etwas provokativ gefragt. Meine provokative Antwort wäre der Egoismus der Politik ist verantwortlich für das langsame Einwirken. Nein, Spaß beiseite, das ist es sicherlich auch. Aber entscheidend ist, dass politische Prozesse, Gesetzgebungsprozesse mit den entsprechenden Vorarbeiten brauchen halt ihre Zeit. Politische Regelungen erfolgen auf die Probleme immer mit einem Timelag von 10 Jahren etwa. Damit müssen wir leben und die Frage ist, was wir in der Zwischenzeit machen. Und da ist meine Antwort, können die Unternehmen moralisch handeln nur, wenn sie selber Vorteile haben und wenn sie immer wieder die Regelungsdefizite anmahnen. Also das warnende Beispiel ist diese Cum-Ex-Geschichte. Das lag auf dem Tisch des Ministeriums und nach 10 Jahren hat die Politik reagiert. Vielleicht, weil sie es gar nicht verstanden hat. Das ist das eine. Also wir müssen damit leben, dass wir keine guten Regelungen als Schnellschüsse produzieren können. Das ist interventionistische Politik, die dann sehr leicht inkonsistent wird. Jetzt die andere Frage, der transparente Lobbyismus. Naja, da bin ich nicht ganz so pessimistisch wie Sie. An der Interessenlage der Unternehmen gibt es keinen Zweifel. Die wollen Geld verdienen, ist völlig klar. Wobei immer noch die Frage ist, wer will das Geld verdienen? Es gibt keinen Egoismus eines Unternehmens.
Egoismus ist eine Kategorie, die Sie eigentlich nicht auf Organisationen anwenden können, genauso wenig wie Gier. Ein Unternehmen kann nicht gierig sein. Das können natürliche Personen und nur die können gierig sein, aber nicht Unternehmen. Wir müssen das anders beschreiben. Das ist eine falsche Kategorie. Wir übertragen personale Motivationskategorien auf Unternehmen. Und dann müssen Sie mir sagen, wer im Unternehmen konkret hat dieses Motiv, dass das Unternehmen den Aktienkurs steigert. Wer hat das Motiv? Die haben Motive, dass es ihnen selbst besser geht. Ja, aber dass es dem Unternehmen besser geht? Also ich bin da auch nicht so pessimistisch, weil wir einen öffentlichen Diskurs da zunehmend haben über die Unternehmen. Leider ist der meines Erachtens, hat er eine Schlagseite, eine linke Schlagseite, weil im Hintergrund dann immer von Leuten, die ökonomisch nicht bewandert sind, ein kompletter Systemwechsel im Hintergrund steht wenigstens, sage ich sehr vorsichtig. Der Systemwechsel wurde offen propagiert, solange es noch den Sozialismus gegeben hat, bis 89, 90. Und wenn Sie heute linke Theoretiker lesen, und ich tue das gelegentlich und regt mich immer wieder auf, es ist die verzweifelte Suche nach dem revolutionären Subjekt. Man sucht gewissermaßen nach Kräften, die den Systemwechsel herbeiführen können, wobei immer unterstellt wird, dass der Systemwechsel die Lösung ist. Aber dann muss man wenigstens das alternative System in den Grundzügen konzipieren. Drittens, Sie haben von sozialer Marktwirtschaft gesprochen. Da würde ich sehr vorsichtig sein. Ich denke, also ich stütze mich hier auf ein Buch von einem Ökonomen, der langjährig der Direktor des Caritas-Verbandes gewesen ist. Das ist der Krämer. Krämer hat ein Buch geschrieben 2017 oder 2018. Unsere Gesellschaft ist gerechter, als wir denken. Und da kommt heraus, dass wir natürlich Probleme haben im Sozialbereich, selbstverständlich. Und ohne Probleme würden wir gar nicht richtig leben können. Mir hat mal ein katholischer Theologe gesagt, eine Ehe, die keine Probleme hat, ist tot. Ich würde das auf die Gesellschaft übertragen. Gut, also, und da zeigt sich, dass wir sehr viel getan haben, was in Richtung soziale Marktwirtschaft, sozialem Ausgleich, Stützung der Armen, der Benachteiligten und so weiter, vielleicht nicht genug, aber sehr viel getan haben. Ich glaube, der Ruf nach Systemwechsel und die Suche nach einem Systemwechsel und diese pauschale Kritik, jetzt sage ich etwas sehr Böses, das kommt bei dem Krämer sehr schön raus. Ich bringe auch gleich die Formulierung, weil ich sie nicht vergesse, die er bringt. Es ist der Versuch oder es ist die Weigerung oder Hegel würde sagen, die Faulheit des Gedankens, sich in die Details konkret einzuarbeiten. Das ist nämlich ein hartes, sehr hartes Brot, die Details genau zu studieren, um dann Verbesserungsvorschläge zu machen. Und dagegen ist es sehr wohlfeil, einen Systemwechsel oder mehr Gerechtigkeit zu verlangen, diese allgemeinen Schwafeleien. Die kann ich inzwischen nicht mehr hören, das muss ich persönlich schon sagen. Und die Formulierung bei Krämer übrigens mit C, C-R-E-M-E-R, Vornamen weiß ich jetzt nicht. Unsere Gesellschaft ist gerechter, als wir denken. Die Formulierung ist meinungsstark, aber kenntnisarm. Und um wirklich etwas in dieser Gesellschaft, die doch im Großen und Ganzen schon recht gut funktioniert, zu ändern, muss man in harter Arbeit in die Details einsteigen. Und der Krämer ist nicht nur Theologe, er ist habilitierter Volkswirt und Praktiker als Direktor des Caritas-Verbandes 10 oder 15 Jahre. Der weiß, wovon er redet. Und das ist mir aus dem Buch wirklich klar geworden. Es ist wohlfeil, eine gerechtere Gesellschaft zu verlangen. Das ist Quatsch. Da muss man in die Details schon einsteigen. Also das würde ich sagen, ich bin da nicht so pessimistisch, was die soziale Marktwirtschaft angeht. Ich bin auch nicht pessimistisch, ob wir sie halten können unter Globalisierungsbedingungen. Das wird schwieriger, aber wir halten sie eigentlich sehr gut. Aber natürlich haben wir auch da Probleme, das ist völlig klar.
Oder sagen wir mal so, es gibt Punkte, die wir ganz klar verbessern könnten und auch müssten. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben schon nach 18 Uhr. Wir hatten verabredet, es gibt zwar noch Wortmeldungen, aber wir hatten verabredet, dass wir es von 17 bis 18 Uhr durchführen, um ja, dem vielbesagten Beispiel der Urmutter der gerechten Wettbewerbsordnung im Sport zur Geltung zu verhelfen. Ja, aber lassen Sie die Wortmeldungen nochmal kumulativ und ich suche mir die raus, die vielleicht systematisch am wichtigsten sind. Sie können auch sagen, die ich am leichtesten beantworten kann. Gut. Also Ulrike Oehm hatte noch eine Nachfrage. Ja? Ja, ich würde noch ganz kurz fragen, was Sie denn von der Postwachstumökonomik halten. Meine provokative Antwort ist: Wie wollen Sie die 1 Milliarde armer Menschen, bitterarmer Menschen und die noch nicht im Wohlstand lebenden Entwicklungsländer, wie wollen Sie die ernähren und zu einem Wohlstand bringen ohne Wachstum? Die wissenschaftliche Antwort lautet: Wachstum ist eine Kategorie, die nicht nur auf materielle Dinge geht, sondern auch auf geistige, kulturelle und sonstige Dinge. Wir haben einen offenen Ökonomiebegriff. Also ich halte davon sehr wenig, um nicht zu sagen gar nichts. Wir können nur mit Wachstum, beispielsweise auch Corona-Krise bewältigen, die Gesundheitsversorgung bessern. Das ist alles Wachstum. Ohne dem geht es nicht. Allerdings ressourcenschonendes Wachstum, das ist schon klar. Aber man muss nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Für einen Ökonomen ist das alles Wachstum. Darf ich noch eins hinterher schieben, was auf meiner Liste ziemlich weit oben ist? Wir sind ja in einer Branche, in der wir sehr auf die Mittel zugreifen, die in dem sogenannten Generationenvertrag eingesammelt und verteilt werden. Und in der Ökonomik geht es sehr stark um Fairness. Und ich mache mir wirklich Sorgen, ob sich die junge Generation in diesem System wirklich fair behandelt fühlt und ob unser System nicht deshalb gefährdet ist, weil die junge Generation irgendwann aussteigt und sieht, dass viele Umverteilungssysteme halt auf der Hypothese aufgebaut sind, dass sich jede Generation entsprechend halbwegs in der gleichen Menge vermehrt, was halt nicht funktioniert. Oder glauben Sie, dass sozusagen die Wachstumskräfte dazu führen, dass die jüngere Generation, die aus weniger Menschen besteht, immer noch in der Lage ist, die entsprechenden Mittel aufzubringen, die ältere Generation, die deutlich größer ist, zu versorgen? Das ist ein zentrales Problem, das auch vom Bundesverfassungsgericht erkannt worden ist und das beispielsweise durchaus Verständnis dafür gezeigt hat und entsprechende Anforderungen an das Rentensystem gerichtet hat, dass beispielsweise kinderlose Ehepaare einen höheren Beitrag in die Rentenversicherung zahlen müssen. Ganz einfach. So würde ich das auch sehen, aber das ist nur eine Methode. Ich habe jetzt gerade in der letzten Woche am vergangenen Freitag den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Herrn Haseloff, gehört. Mit dem bin ich in unserer Wittenberg-Stiftung ein bisschen verbandelt. Der sagt, die junge Generation muss die gewaltigen Kredite, die wir in der Corona-Krise in Anspruch nehmen, dann bezahlen. Ist das richtig? Und da ist sicherlich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber schauen Sie sich die Politik an. Das geht nicht an die Wirtschaft. Schauen Sie sich die Politik an, was die macht. Die Politik erhöht die Sozialausgaben für die ältere Generation, weil sie da Wählerstimmen rekrutiert. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und bestimmte Parteien bedienen immer wieder die Ausgabenseite, die Konsumseite, und das sind insbesondere die Rentner, während immer wieder zu kurz kommt. Das Einzige, was uns wirklich retten kann, sind Investitionen, aber Investitionen vor allen Dingen in erster Linie in Bildung und Wissenschaft. Damit wir das erwirtschaften können, was wir eines guten Tages brauchen zur Unterhaltung der älteren Generation. Also sämtliche Ökonomen von Rang sagen Ihnen das. Investieren kommt zu kurz. Wir geben für Konsum, also für Rentenbeiträge und Hartz IV und was weiß ich alles, was es da gibt, Wohngeld etc. pp. Dafür geben wir unser Geld aus, aber nicht für zukunftsträchtige Investitionen.
Also das sehen wir durchaus in der Ökonomie sehr realistisch. Und das politische System denkt eben, bitte das System denkt. Ich sage bewusst nicht die Politiker. Das System denkt kurzfristig in Wahlzyklen. Das müssen Sie in Rechnung stellen. Das ist keine Kritik an dem einzelnen Politiker, sondern der hat die falschen Regeln. Es kommt systematisch, die Nachhaltigkeit und Langfristigkeit kommt systematisch zu kurz. Nicht persönlich, weil das alles Leute sind, die nur an ihren Sesseln kleben. So würde ich nie argumentieren. Also Sie haben schon recht, dass die jüngere Generation da, Haseloff hat das sehr deutlich gesagt, die ist eigentlich benachteiligt, die fällt hinten rüber, gerade angesichts dieser exorbitanten Kreditsummen für die Corona-Bewältigung. Ganz eindeutig. Mir hat das imponiert. Schön. Gut. Vielen Dank. Ich glaube, 6 Minuten, 7 Minuten Nachspielzeit geht noch gerade. Ja, ich bedanke mich im Namen der Studierenden und einiger Kollegen, die sich zugeschaltet haben, ganz herzlich für diese Bereitschaft und insbesondere auch Herrn Lein, der diesen wunderbaren Kontakt gestiftet hat. Vielen Dank und alles Gute. Vielleicht haben wir noch irgendwann mal eine Gelegenheit. Wünsche Ihnen beste Gesundheit, dass Ihnen ganz gut geht. Dankeschön. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Grüße nach Nürnberg und alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. 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 Danke, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, es war für Sie ebenso interessant wie für uns. Wenn Sie sich für den Studiengang interessieren, informieren Sie sich bitte auf den Seiten der Evangelischen Hochschule unter www.evhn.de oder über den YouTube-Kanal der Hochschule oder Sie formulieren gleich Ihre Frage per E-Mail an master-wirtschaft@evhn.de. Ich wiederhole nochmal, master-wirtschaft@evhn.de.